Anfang des Jahres hat mich der Wolf Stadler angerufen und mich gefragt, ob ich ein Segel bemalen möchte. Das war für mich dann so, ja, warum nicht? Wurde ich auch noch nie gefragt. Hört sich spannend an, machen wir auf jeden Fall. Ich habe in der Kulturvision des Landkreises Miesbach gelesen, dass ein neues Projekt für die Künstler ausgeschrieben war. Und da musste ich sofort an die Agnes Wieser denken, die ich auf einer großen Kunstausstellung kennengelernt habe. Und so fasziniert von ihren Porträts war, speziell von diesem Ludwig II. Und darum habe ich sie dann angerufen und ihr davon erzählt und gesagt, ich hätte da eine Idee, ob wir nicht das große Segel meines Segelboots bemalen könnten. Und dann haben wir natürlich erstmal geklärt, ja, was wollen wir eigentlich auf das Segel drauf machen. Und beim Thema Umwelt, Natur, da waren wir uns dann ziemlich schnell einig, weil auch der Wolf sehr engagiert ist in die Richtung. Und dann war es eigentlich ganz naheliegend, dass wir uns für artbedrohte Tiere und Pflanzen entschieden haben. Zufällig gab es damals noch eine Ausgabe von dem Blatt des Bund Naturschutzes und da war der Titel Wo ist Zorro? Und Zorro war dieser Gartenschläfer und deshalb ist der dann auch auf diesem Segel gelandet. Und dann fiel auch die Wahl gleich auf den Wiederhopf. Das war mein Favorit, weil einfach dieser Vogel so verrückt ausschaut. Der hat mich einfach begeistert. Und hinzugekommen ist dann noch der Gartenschläfer, die Feldlerche, die ganz oben am Segel ganz klein zu sehen ist, der lila Goldfeuerfalter und das Gottesgnadenkraut, was ich übrigens auch total verrückt finde, wenn man nur den Namen sich einmal anhört. Glücklicherweise hat die Kulturvision dieses Projekt dann auch gefördert. Was mich ganz froh macht, weil das war schon von Anfang an klar, dass das was Großes wird und ja, zeitaufwendig ist, viel kosten wird. Und da waren wir natürlich ganz froh, dass wir da Unterstützung bekommen. Ja, und dann hat es im Februar diesen Jahres hat's dann begonnen. Also erstmal mit der Recherche, welche Farben nimmt man her. Weil das ist natürlich schon wichtig, dass man da auch vorher klärt, ist es lichtbeständig, es muss wetterfest sein. Es muss auch flexibel sein, dass es im Wind dann von den Bewegungen sich nicht irgendwie abblättert, dann die Farbe. Und es war dann gar nicht so leicht, weil man findet dazu eigentlich nichts, weil Segel bemalen ist jetzt nichts Alltägliches. Ich habe aber zum Glück dann auch einen Tipp bekommen von einem befreundeten Künstler. Und der hat mich dann darauf gebracht, dass ich Montana Spraydosen benutze und von der gleichen Marke auch noch Acrylstifte. Da sagt der Hersteller, ja, die ganzen Kriterien sind erfüllt und dann ist das Experiment quasi gestartet. Und es war so, im Februar, da war das Wetter jetzt nicht ganz so gut. Das heißt, ich habe echt jeden guten Tag ausgenutzt, um das draußen aufzuhängen. Das Segel, muss man sich vorstellen, war dann bei mir daheim im Hof gehangen, vom Boden bis zur Dachrinne. Und dann steht man davor und muss das anzeichnen und da sind dann ganz viele kleine Arbeitsschritte gefolgt. Also man muss viel abkleben mit Klebeband, dass man mit der Spraydose eben nicht über die Ränder hinauskommt, dass man das schön die Felder eben besprühen kann, die man braucht. Wir kommen ja beide von einem Bauernhof und da hat natürlich Natur immer eine ganz große Rolle. Es ging bei mir dann im Endeffekt weiter mit diesem Thema Natur und Umwelt und in meinem Garten wächst also die Wiese wild vor sich hin bis Ende Juni, dann wird das erste Mal gemäht. Die Brennnessel können wachsen und die Laubhaufen bleiben liegen. Und alles ist also ziemlich naturbelassen, es gibt kein Unkraut. Und das ist also etwas, was mich sehr beschäftigt. Und deshalb war ich also sehr angetan, dass die Agnes Wieser da auf dieses Thema so gut eingestiegen ist und ein ganz tolles Segel eben gemacht hat. Und mit dem ich also jetzt und auch mit ihr eifrig über den Tegernsee segel und hoffe, dass es also Ansporn ist für viele, darüber nachzudenken, wie man mit unserer Natur und wie man mit der Umwelt umgehen, um einfach etwas dafür zu tun und die ganze Nachhaltigkeit auch zu fördern. Ich habe mich selbst auch nochmal mit den Themen mehr auseinandersetzen können, also Umwelt, Natur. Das ist natürlich eigentlich der Hauptpunkt, der auch Wolf und mir sehr wichtig war. Also wenn man das anschaut, das Segel, dass es eben die Botschaft da wirklich ankommt. Und das zweite große Thema, was mir immer am Herzen liegt, wenn ich künstlerisch etwas mache, das ist einfach, die Leute zu begeistern. Also ich möchte, dass sie sich freuen, ich möchte, dass sie da was mitnehmen, wenn die was von mir sehen, ein Werk. Und es ist mir einfach total wichtig, dass die Leute was kriegen, was sie so im Alltag eigentlich nicht finden.
Jetzt kann man das Segel am Tegernsee sehen, auf dem Segelboot von Wolf Stadler. Ich kann noch Segel lernen vom Segelweltmeister ehemals, Wolf Stadler eben. Und das freut mich jetzt auch, dass ich da noch Gelegenheit bekomme, was ich wahrscheinlich sonst nie gehabt hätte. Im Nachhinein betrachtet war es ein sehr spannendes Projekt, bei dem ich teilweise wirklich an meine Grenzen gekommen bin, aber das bei mir echt definitiv Lust auf mehr macht und ich freue mich ja schon richtig auf das, was alles noch kommt.